Ja, liebe Leute, und im dritten Teil des Urlaubstagebuches geht's raus aus Österreich. Genauer gesagt nach Südtirol, das ja lange Zeit ein Teil Österreichs war. Und hier genießt einfach einmal mit mir Bilder der wunderbaren Dolomiten. Kleine Stadtstreicher unterwegs auf die Seiseralm im Grödner Tal. Ja, und hier oben auf der Seiseralm genieße ich einen wunderschönen Ausblick. Nur ganz wenige der Gipfel der Dolomiten sind ein bisschen wolkenverhüllt.
hier, das ist der Langkofel. Und wo Berge sind, sind auch Burgen und Schlösser nicht mehr weit. Und auch von diesen gibt es in Südtirol einige. Wer bei den letzten zwei Teilen aufgepasst hat, weiß schon, was Nasen sind. Es sind diese alten Handwerksschilder an den Häusern. Und auch von diesen gibt's in Südtirol jede Menge.
Darf ich euch meine Urlaubsbekanntschaften vorstellen? Zwei entzückende Kätzchen. Und auf der Seiseralm traf ich Lama, Ziegen oder Kühe natürlich.